Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zum Autobahn. Polizei Simulator 2 auf der Nintendo Switch. Ja, es nützt ja nichts. Ne? Ich war ja eigentlich durch mit dem Thema, aber ihr habt es euch gewünscht, dass es noch ein bisschen weitergeht. Ihr wollt alle wissen, was jetzt mit dem LKW-Fahrer passiert. Also werde ich mich nochmal einen Abend hinsetzen und wir ziehen es nochmal durch. Ich wollte eigentlich heute schön Elex spielen, ja. Eigentlich wollte ich schön Elex 2 jetzt taddeln, aber nee, jetzt sitze ich hier und genieße wieder diese Texturen hier und spiele mit euch noch ein bisschen Autobahn-Polizeisimulator 2 auf der Nintendo Switch. Was soll's. Ich erinnere mich nicht mehr so genau, was letztes Mal los war. Wir hatten den Steinschmeißer festgenommen, das weiß ich noch. Und Herrn Becker will mit uns reden. Herrn Becker, was los? Was? Irgendwas ist nicht erfüllt. Besprechungsraum freischalten. Ach ja, der Zoll schaltet sich mit ein. Ich erinnere mich. Der Zoll schaltet sich mit ein, deswegen müssen wir jetzt erstmal den... Alter, wie das aussieht. Den Besprechungsraum freischalten. Los geht's. Da müssen wir da einmal erstmal weitere Arbeitsplätze kaufen. Die kosten 2000. Oh, bitte, lass mich das leisten können. Jo, knapp aber reicht. Wunderbar. Und der Besprechungsraum ist mit am Start. Sehr gut. Wir müssen noch nicht grinden. Ich hoffe, wir kommen ohne Grinderei durch. Da habe ich keinen Bock drauf. Herr Becker, so, pass auf. Gut, dass Sie kommen. Bleiben Sie gleich hier. Der Zoll bittet um unsere Hilfe und wir haben gleich ein Meeting. Es geht um Waffenschmuggel. Alles klar, bin dabei, ne? Oh. Ich möchte Ihnen Petra Schäfer vorstellen. Sie ist eine Kollegin vom Zoll und bittet um unsere Mitte. Vielen Dank, Herr Becker. Der Zoll hat Informationen, dass illegale Waffentransporte im Einsatzbereich Ihrer Autobahn durchgeführt werden. Aus diesem Grund wollen wir in einer gemeinsamen Aktion eine große Anzahl von LKW untersuchen und hoffen, dass wir einen dieser Waffentransporte finden. Im Grunde genommen bedeutet das, dass wir LKW-Kontrollen durchführen, uns dabei aber ausnahmsweise nur auf die Ladung konzentrieren. Verschwenden Sie dabei also keine unnötige Zeit mit der üblichen Kontrollroutine. Nun machen Sie sich auf den Weg. Könnt ihr die arme Dame mal wieder aussprechen lassen? Ich fand das sehr unhöflich, wie sie die immer am Ende des Satzes unterbrochen haben, ne? Die konnte nicht mal aussprechen, ja? Finde ich nicht gut, finde ich nicht gut. Also das hatten wir auf der PC-Version auf jeden Fall nicht. Wow, das könnte ein Problem an der Switch-Version sein, dass hier gegebenenfalls die Audio-Samples ein bisschen zu früh abgeschnitten werden. Ich erinnere mich auf jeden Fall nicht dran, dass das auf dem PC auch so gewesen ist. Kann sein, aber ich erinnere mich nicht. Also, ja, keine Erinnerung mehr dran. So, Amtshilfe Zoll, zieh deine Klamotten an, auf geht's. Wir dürfen nicht mehr in Zivil rumlatschen, es ist Zeit, dass wir unsere Uniform anziehen. So, zieh deine Uniform an. Ich habe übrigens nochmal eine Mail von Aerosoft bekommen. Ich habe ja, wie ich es erzählt habe, oh Gott. Wie ich es erzählt habe, habe ich ja meine Feedback-E-Mail rausgesendet. Also, ich bin ja ehrlich, ich verheimliche hier ja nichts und so. Ich habe auch gesagt, ein bisschen was geht da wohl noch. Und sie wurde vom Trainee entgegengenommen. Grüße gehen raus an den lieben Trainee. Ich bin gespannt, ob ich darauf nochmal was höre. So, jetzt geht's weiter. Und ich sag so, wie es ist. Der Autobahn-Polizeisimulator 3 steht ja auch schon in den Startlöchern. Also der ist schon auf Steam angekündigt. Release-Date ist, glaube ich, noch nicht da. Aber es wird wohl nicht mehr allzu lange dauern. Und wenn der da ist, könnt ihr euch ja vorstellen, wer sich das auf jeden Fall direkt gönnt. Also da sind wir natürlich wieder mit dabei. Ich will ja wissen, was für Stories diesmal sich ausgedacht werden. Also wer da Bock drauf hat und oh, hofft, dass... Oh, Alter, wie das am Huckeln ist, Mann. Meine Fresse. Okay, los geht's. Ein brauner Kleinwagen. Wir fahren jetzt erstmal ans Zielörtchen. Das sind nur ein paar Kilometer, die können wir dann auch ruhig mal durchziehen. Oh, außerdem muss ich mich wieder ein bisschen ans Fahren gewöhnen. Ich habe in letzter Zeit... meiner besseren Hälfte dabei zugesehen, wer Gran Turismo 7 auf der PlayStation 5 geladen hat. Das ist jetzt natürlich ein harter Schritt, so wenn man von Gran Turismo 7 auf der PlayStation 5 jetzt wieder zurück auf den Autobahn-Polizeisimulator 2 auf den Nintendo Switch wechselt. Es ist halt so ein bisschen grau und die Sichtweite ist immer noch ein bisschen wenig. Es gibt auch noch keinen Patch oder so. Ich habe ja gesagt, wir gucken eigentlich nochmal rein, wenn es einen Patch gibt. Bis jetzt noch kein Patch erschienen. Aua! Insofern, es ist alles noch genauso wie die Version, die wir damals gespielt haben und bedeutet für euch auch, wenn ihr euch den gegönnt habt, achtet beim Fotos machen drauf, dass ihr nicht zu viele Fotos macht, sonst kackt das Game ab. Aber das ist jetzt nichts, was man nicht patchen kann, ne? Da muss man halt nochmal patchen. Und ich weiß nicht, wie das bei Nintendo ist mit den Veröffentlichungen von Patches. Ich kenn's nur selber, weil wir selber eine App anbieten. Was sollen wir machen? Stoppe das Fahrzeug. Wenn wir für unsere App irgendwie einen Update raushauen wollen, du musst da jedes Mal durch diese Kontrollroutine des Stores. Und ich denke, Nintendo wird da ähnlich sein. Wobei, gut, die haben das hier ja auch soweit
Bitte anhalten. So, mal sehen. Muss ich hinter dem sein oder vor dem? Ich fahr erst mal hinter ihm. Halten Sie bitte Ihr Fahrzeug an! Gottes Willen! Zentrale hier. Komplett am Ausrasten, der Boy. Du musst doch nicht komplett an Eisen steigen. So, Fahrzeug gestoppt. Befrage den Fahrer. Ja, geht los. Ups. Möchte aussteigen. Oh, hier, der macht das richtig, ne? Schön. Oh, Hans, explodiert doch nicht raus. So, reden wir mal mit dem Fahrer. Guten Tag, ich habe Fragen Hallo. An Sie. Dies ist eine LKW-Kontrolle. Könnte ich bitte in Ihren Frachtraum schauen? Nur zu, ich habe nichts zu verbergen. Ich habe nichts zu verbergen. Das ist immer das Beste, wenn die Leute das behaupten. Dann wollen wir doch mal die Klappe runterfahren. Oh, oh, okay, ups. Was passiert jetzt? Okay, oh, hier ist nur ein Teddybär. Oh. Keine Ahnung, warum das hier auch wo zuklappt, aber das macht nichts. Wir haben zum einen Teddybär hier. Sprich erneut mit dem LKW-Fahrer. Okay, und einen Schuh. Muss ich den nicht auch noch kontrollieren? Okay. Teilkontrolle beenden. Dann reden wir mal mit dem LKW. Es ist schon ein bisschen verdächtig, dass er nur ein Teddybär da hinten drin hat. Hören Sie. So, da bin ich wieder. Ihr Container war leer, bis auf diese beiden Sachen hier. Was hat es denn mit dem Teddy und dem Schuh auf sich? Na, verboten ist das nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Genauso wenig wie vernünftige Antworten zu geben. Naja, ich hatte Altkleider in meinem Container und da muss das drin geblieben sein. Genau. Genau, ja, okay. Ja. Sie haben sicher nichts dagegen, wenn wir die beiden Objekte behalten, oder? Nee, machen Sie ruhig. Gut, das war's dann schon. Auf Dokumenten und eine weitere Fahrzeugkontrolle verzichten wir dieses Mal. Gute Weiterfahrt. Gute Weiterfahrt, da geht doch sofort auf der Eisen, ne? Gleich Gas geben. Die Kameraführung ist teilweise ein bisschen interessant, ne? So sein Gesicht konnte man jetzt gerade nicht sehen. Steige in dein Auto ein, machen wir. So, Hans, komm, wir hauen ab, lass flitzen. Zack. Sag mal, wieso hast du den alten Teddy und den Kinderschuh mitgenommen? Ich habe das Gefühl, dass da viel mehr hintersteckt, als der Fahrer uns erzählt hat. Nenn es Intuition, wenn du willst. Du kriegst langsam ein Gespür für sowas. Auf sein Gefühl sollte man sich stets verlassen. Auch wenn du das sagst, Hans. Da auf seine weisen Worte verlasse ich mich gerne und immer wieder liebevoll. Und ihr wisst schon, ne? So. 400 Meter ist, dann sind wir irgendwie da. Ist das wahrscheinlich auf der anderen Seite, das heißt... Geil, wir müssen einmal wenden. Also in Wirklichkeit sind es 4,1 Kilometer. Na, wunderbar. Dann fahren wir mal ein bisschen vor. Hören wir nichts, ne? So, ja, ich frag mal in die Runde so, wer jetzt gerade schon am Elden Ring da drin ist. Ich hab's mir gegönnt! Scheiße. Einen Moment, ich fahr eben kurz mal rückwärts. Also rückwärts fahren auf der Autobahn, ganz schlechte Idee. So, aber das hat keiner gesehen. Wir sind die Polizei, wir dürfen das. Wir dürfen das. Ne, Hans? Ja. Hans ist zufrieden. Ja, wer von euch ist denn schon in Elden Ring versunken? Ich habe es mir schon organisiert und ich habe irgendwie voll Bock drauf, es zu daddeln. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich das Let's Playen soll, weil es ist zum einen so ein riesiges Mammutding und zum anderen ist es halt immer was anderes, wenn du für dich einfach selber so genießt oder es nebenbei mit aufnimmst. Aber ich denke, Elden Ring ist auch so ein Ding, das könnte ganz spaßig werden. Ich würde es nicht streamen. Ich habe ja schon mal Dark Souls gestreamt und wenn ich das streame, dann ist die Konzentration einfach nicht da. Für so ein Game. Also das muss man, wenn ich jetzt irgendwie so Dark Souls mal durchgespielt hätte und ich habe es einmal hinter mir und so, ich glaube danach kann man es dann mal streamen. Aber so beim ersten Try sollte man schon mit Fokus dabei sein, weil es ist halt nun mal schon ein wenig fordernd. Deswegen hätte ich auch nochmal Bock drauf, die zu daddeln. Ich hätte viel Bock, viel zu daddeln. Aber die Zeit, ich mache mal den Blinker hier eben und dann geht's nach Nissen mal wieder. Hoppala. Genießt derweil bitte ein bisschen die Umgebung. Diese Hügel. Alter. Aber die Grafik hat halt unter der Switch schon echt heftig gelitten. Also ich empfehle es euch nochmal, ich habe es leider vergessen zu verlinken. Ich habe das Ding ja auch auf dem PC gespielt. Wer da mal reingucken möchte, einfach bei mir auf dem Kanal nach Autobahn Polizei Simulator 2 suchen, dann findet ihr auch das alte Let's Play auf der PC-Version. Das sieht natürlich um Längen besser aus. Das war auch keine Schönheit, so jetzt nicht, aber es sah um Längen besser aus. Oh, ich blinke immer noch, das ist gut. Blinker kann gleich anbleiben. Hallo? Können Sie mal bitte gucken?
So, noch 800 Meter, dann sind wir auch schon da, glaube ich. Bisschen ist es noch, So, hier 300 Meter. Hast du Teddybären gesagt? Ich habe auch was mit Teddybären zu tun gehabt. Oh, 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 oh. Stoppe das Fahrzeug. Geht los. Moment, ich muss erstmal wieder mein Signal-Matrizending anmachen. So, Signal. Matrix-Anzeige. Bitte anhalten. Bitte halten Sie das Fahrzeug an. Ich bleib mal ein bisschen auf Abstand, weil der geht ja mal so massiv an der Eisen. Oder er fährt schon mal rüber. Oh, Alter, das ist doch unnormal. Selbst, ich weiß ja, dass es passiert. Und selbst dann ist es zu krass. So, aussteigen. Hans, vorsichtig bitte. Glitsch. So, dann befragen wir mal eben den Fahrer. Guten Tag, was bei Ihnen denn los? Sie sehen sehr... Oh, oh, was ist jetzt los? Okay, der LKW hat ein bisschen Zuckerei am Start, aber das geht schon. Schönen guten Tag. Wir führen hier gerade eine Stichprobenkontrolle von LKWs auf diesem Autobahnabschnitt durch. Dürfen wir Ihre Ladung bitte inspizieren? Guten Tag. Schauen Sie ruhig nach. Aber bitte recht schnell, ich muss noch einen Termin einhalten. Vielen Dank. Das wird doch nicht lange dauern. Aber bitte recht schnell, sehr höflich, wer so nett fragt, ne? So, dann wo ist denn der Knopf? Gibt's hier keinen Knopf? Geht das einfach so auf? Oh mein Gott. Ja, das geht hier einfach so auf. Mal aufmachen. Ach, guck mal, es gibt Socken, hä? Was war das jetzt? Ach, die Kamera wollte mal zu Hans hin. Moin Hans, schön dich zu sehen. Wie geht's dir denn? Ja, ne? Hältst du die Stellung dahin, ne? Ja, vernünftig. So, wir wühlen mal ein bisschen in den Sockenkisten rum. Das sieht mir nicht nach Socken aus, muss ich sagen. Das sieht mir auch nicht nach einer Socke aus, muss ich sagen. Ladung in Ordnung. Achso, die Ladung ist in Ordnung, die Ladung ist in Ordnung. Aber gut, hier haben wir halt Waffen drin und da ist ein Gewehr drin. Das sieht für mich sehr stark nach, jetzt nicht unbedingt legal aus. Gleich mal einknasten den Boy, ne? Guten Tag. So, haben wir es jetzt? Oh ja, wir haben es. Sie kommen mit zur Wache. Wieso das denn? Stimmt etwas nicht? Das kann man wohl sagen. Woher kommen die Waffen, die Sie hier transportieren? Waffen? Wieso Waffen? Ich weiß nichts von Waffen. Der LKW wird beschlagnahmt und Sie bringen wir zur Wache. Dort wartet eine Kollegin vom Zoll, der Sie alles in Ruhe erzählen können. Zack, direkt Handschellen ran. Ich find's auch schön, wie die Handschellen sich nicht bewegen. Die schweben so in der Luft und dann wurscheln sich die Hände rein. Also, dann fahren wir den jetzt mal eben zurück. Hans steht auch schon auf Spalier. Los geht's, Hans. Lass zurückfahren. Lass flitzen, mein Bruder. Wie weit ist der Weg, wenn wir jetzt normal fahren? 5 Kilometer. Ich habe nochmal einen dicken Fisch an Land gezogen. Sorry, ich meine natürlich wir. Ich wollte gerade sagen, Hans. Man ist nie zu alt für einen dicken Fisch. Hey, jetzt werd bloß nicht frech. Wir sind doch hier nur am ein bisschen, wie nennt man das, am Necken, Hans. Am Necken sind wir. Wir sind doch dicke Kumpel. Ich habe ihn auch echt vermisst. Hans trinkt für mich auch so ein bisschen das Game. Ja. Das ist, wie es ist, ne? Gut, jetzt fahren wir die paar Kilometer eben noch zurück. Das können wir uns eben noch gönnen. So weit ist das nicht. An alle Einsatzfahrzeuge, es soll sich eine Person auf der Fahrbahn befinden. Das ist lebensgefährlich. Wagen 11, könnt ihr übernehmen? Ich finde das schön, dass Florentin mich immer wieder daran erinnert, ne? Übrigens, du bist ja Polizist und falls du es nicht mehr weißt, also Personen auf Fahrbahn, das ist lebensgefährlich, Junge. Lebensgefährlich. Gut, dass wir das nochmal erklärt bekommen. Ich hätte das beinahe vergessen. Ja, früher haben wir mal gespielt auf der Autobahn. Tatsächlich, als ich ganz, ganz, ganz klein war, gab es diese autofreien Sonntage noch. In Baden-Württemberg zumindest. Und da konnte man dann auf der Straße rumeiern, weil da fuhr eigentlich nichts. Wirklich nur was mit Sondergenehmigung. Und dann konnte man als Kind auch auf der Straße rumspielen. Lang, lang, lang ist es her. An alle, wir brauchen noch ein Fahrzeug für die allgemeine Verkehrskontrolle. Wir melden sich freiwillig. Wir gerade nicht, wir sind gerade beschäftigt, aber danach gerne. Ich huckel mich jetzt erstmal in den Tunnel rein. Wow. Jetzt aber auch nochmal, wo ich eh hier schon Fragen stelle, ne? Wo ich schon nach Elden Ring gefragt habe, jetzt muss ich auch mal fragen. Ich habe ja auch in den Kommentaren gesehen, dass einige sich das gekauft haben, andere sich bedankt haben, dass sie es gesehen haben, dass sie es jetzt nicht gekauft haben. Ne? Muss ja jeder, wie gesagt, für sich entscheiden, ob er da Bock drauf hat. Und wenn man halt nichts anderes hat und das Game aber gerne spielen möchte, gut, dann die Switch-Version ist ja noch eine Option. Ich würde es jetzt nicht wählen, sag ich mal, wenn ich einen Computer hätte oder eine Playstation. Dann würde ich euch eher zu diesen Versionen raten, wenn es denn der Autobahn-Polizeisimulator 2 sein soll.
Weil man sieht halt schon, hier ist technisch wirklich... Es ist an der Grenze, sag ich mal, des Erträglichen. Ja. Aber haut mir mal gerne in die Kommentare rein. Habt ihr euch das Game gegönnt? Und wenn ja, wie gefällt's euch soweit? Und... Oh mein Gott. Was passiert hier? Ich mein, Alter, aber man sieht halt hier, die Framerate ist komplett am Sterben. Ne? Aber so komplett. Nicht ein bisschen, sondern komplett. So, wir parken mal eben. Und dann bringen wir den Verdächtigen zur Wache. So, da sind wir. War doch eine kleine gemütliche Ausfahrt. Zack, Hans, Achtung. So. Okay, was war das jetzt? Wer bist du? Warum bist du gerade bei uns gespawnt? Und warum starrst du mich so leblos an? Oh, erstmal Herrn Bagger informieren. Hallo! Ich muss Herrn Bagger informieren, aber vorher hole ich mir einen Kaffee. Es ist Zeit für einen Kaffee. Eindeutig. Moin, ihr beiden. Ey, du stehst immer noch so stabil hier rum. Erstmal einen Kaffee. Ah ja, wunderbar. Gut. Mit einer frischen Tasse Kaffee in meinem Hals kann ich Herrn Bagger informieren. Herrn Bagger, guten Tag, ich bin's wieder. Da hatten wir unseren Verdächtigen. Der ganze Laderaum war voller Waffen. Gute Arbeit. Da hatten Sie den richtigen Riecher. Ja, ja. Dank Ihnen konnten wir viele Waffen aus dem Verkehr ziehen. Wir übernehmen ab hier. Ach, jetzt darf der Zoll, jetzt wo es spannend wird, macht der Zoll das oder was? Und sie ist weg. Wo ist sie denn hin? Alter, gut, aber sie guckt doch immer so wütend, ne? Sie guckt immer so wütend, sie hat immer so einen wütenden Blick drauf. Okay, jetzt gehen wir mal nach unten. Gibt wieder eine neue Mission. Mal gucken, was das ist. Ich skille mit Absicht meinen Charakter nicht, falls ihr euch fragt, warum ich in keine Skillpunkte mal irgendwie investiere. Falls sich das jemand fragt. Einfach nur, damit wir nachher möglichst nicht grinden müssen. Hi! Ah, gut, dass du kommst. Wir haben einen anonymen Hinweis erhalten. Auf einer unserer Autobahntoiletten halten sich düstere Gestalten auf, die zwielichtige Dinge tun. Zwielichtige Dinge? Zwar etwas merkwürdig, aber wir sollten der Sache dennoch nachgehen. Ich schicke dir die Koordinaten an das Navi in eurem Einsatzwagen. Na gut, öfter mal was Neues. Wir machen uns direkt auf den Weg. Annehmen. Ich muss aber sagen, das Voice Acting von ihr jetzt, also die Dame, die hier die Polizisten eingesprochen hat, macht's jetzt nicht schlecht. Also, das ist okay. Ne? Aber gut, das hat der andere auch gut gemacht, ne? Den kennen wir ja aus Elex. Meine Güte! Enderal, jetzt haben wir's. So. 11,6 Kilometer. Nee, das ist mir zu weit. Erreiche das Zielort. Da werden wir uns jetzt mal hin teleportieren. Das muss ja nicht sein, ne? Karte. Wo ist denn das Ziel? Ja, wenn das einer sieht, ne, dann könnt ihr mal einfach da. Und ist ja schon gleich da vorne. Wieso dauert denn das so lang? Ich teleportiere mich mal so irgendwie direkt dahin. Möchtest du schnell rennen zu Klingenfeld? Ja, bitte. Merkwürdiger Anrufer. Habt ihr eine Idee, wer das sein könnte? Also wir hatten bis jetzt ja schon einige merkwürdige Leute, aber einen, der war sehr merkwürdig. Und ich glaube, wir werden es auch gleich wieder mit ihm zu tun haben. Unserem guten Kumpel Konrad. Ich habe das irgendwie so im Gefühl. So. Erreiche den Zielort. Sprich mit Konrad. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Oh, Gottes Willen. Yo, geht los. Hans, lass erstmal eine kleine Pause machen, ne, Hans? Erstmal hier den Müll überprüfen. Aber für solche Details war dann aber noch Zeit, ne? Dass hier so ein Müllsack drin ist, leider zugeknöpft. Das heißt, aber das spricht ja eigentlich deutschen Autobahntoiletten. Selbst wenn ich, oder beziehungsweise Autobahnraststätten, selbst wenn ich mich dran halten möchte und jetzt hier den Müll in so einen Eimer reinschmeißen will, dann ist der entweder komplett schon vollgemüllt oder so wie hier ist der Sack auch schon zu, dass man auch nichts mehr reinschmeißen kann, ne? Ich bin natürlich dann niemand, der den Kram dann auf den Boden schmeißt, sondern ich nehme es dann halt wieder mit in die Karre oder gucke halt, dass ich es in der Raststätte abgeben kann. Schaut euch mal diese wunderschönen Texturen dieser Autobahntoilette an. Da hinten steht auch schon Konrad. Keine Sorge, wir gehen gleich zu ihm. Ich will nur eben mal kurz gucken. Damals auf der PC-Version gab es jetzt hier richtig Probleme mit der Beleuchtung. Dadurch, dass die Beleuchtung aber, glaube ich, in Gänze entfernt worden ist und einfach durch statisches Licht ersetzt worden ist, gibt es das jetzt wohl nicht mehr. Hier ging es halt richtig steil mit den Schatten und so. Aber ihr seht ja, es gibt einfach generell gar keine Schatten. Und es gibt, glaube ich, nur noch eine einzige Lichtquelle, die immer einfach nur geradeaus scheint. Aber gut. Meine Lieben, der Hahn hat hier gerade gekräht und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal einen kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.